Hallo, in diesem Video zeige ich euch, wie ihr einen leckeren Cocktail mixen könnt. Das ist mein Lieblingsgetränk nach Eigenkreation. Dafür braucht ihr folgende Säfte und Zutaten. Ihr benötigt 20 Zentiliter Ananassaft, 8 Zentiliter Erdbeersaft. Dann braucht ihr 4 Zentiliter, ich habe jetzt, also das ist so ein Kokossirup, meiner ist jetzt von Pitou. Ihr braucht 2 Zentiliter Wodka und am besten so einen Handmixer, so einen Handshaker und natürlich ein Glas, ein schönes Cocktailglas. So, und jetzt fangt ihr damit an. Macht den Handmixer auf und schüttet die einzelnen Zutaten nacheinander rein. Das heißt erst die beiden Säfte. So. Und dann messt ihr einfach mit so einem kleinen Messer den Wodka ab. Da gibt es einmal eine große und eine kleine Seite. Die kleine Seite sind 2 Zentiliter. Die macht ihr voll mit dem Wodka. Und jetzt die große Seite, das ist doppelt so viel. Das sind 4 Zentiliter. Da kommt der Kokoslikör rein. Dann wird das Ganze zugemacht. Passt gut auf, dass es auch wirklich zu ist, damit es nicht rausspritzt beim Schütteln. Und dann einfach schön schütteln. So. Jetzt brauchen wir unser Glas wieder. Und jetzt wird das Ganze ins Glas geschüttet. Und zum Schluss benötigt ihr noch einen Schuss Grenadinensirup. Der kommt einfach oben drauf. Einfach je nachdem, wie süß man es mag, ein bisschen mehr oder weniger. Der setzt sich dann hier unten so ein bisschen ab. Sieht auch ganz schön aus. Ja, und dann hat man einen leckeren, fruchtigen, erfrischenden Cocktail.